Upstairs Korridor. Dann gehen wir doch mal Upstairs Korridor. Der Liesk ist online. Ah, Transport Fever. Was auch immer. Ah, hier ist das Bild. Hier ist das Bild. Gefunden. Auf otto.de. So, go to the grave in the cabin area and throw your grenades at the grave. Grave in the cabin area. In der cabin area, da ist ein Grab. Ich werde auch mal überlegen, hab auch noch keins gesehen. Ja, ich guck mal ein bisschen outside the map, ne? Wo ist Bicola nochmal? Unten, wenn du von Anfangsraum aus die Treppen so runterläufst, in den Keller. Ich hab gerade übersehen. Ein Grab. Wo könnte denn hier ein Grab sein? Ja, genau. Vielleicht mal aus dem Fenster gucken. Da sehe ich schon mal kein Grab. Andere Cabin? Grab? Ja, Grave. Go to the grave in the cabin area and throw your grenades at the grave. Eventually, a golden globe will appear. Pick it up. Eventually. Klingt ja schon wieder super. Hey, hier, oder? Das ist doch ein Grab. Ah, hier, da steht doch was. The world lies beneath. Warte. Oder ist das kein Grab? Ja, doch, das ist definitiv ein Grab. Bevor wir hier jetzt alles draufwerfen, lass uns nochmal kurz weiter gucken. Ja, aber das ist, also für mich ist das ein Grab. Für mich auch. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es hier sonst nicht. Hier ist nur noch Wasser. Irgendwo outside, aber es macht eigentlich nur Sinn, wenn es in der Map ist, weil du musst es ja aufheben, dann da kommt ja was raus. Warte mal, vielleicht wird das ja nur von der Explosion getriggert. Ich habe doch diese fette Waffe. Vielleicht erst nächste Runde. Kann sein. Wirf doch nochmal alle deine Granaten drauf und dann gucken. Ich hab keine mehr. Ja, soll ich töten? Ja. Ja, weil schön Max Ammo, Alter, schön die Granate drauf. Wir hätten noch warten können und dann unsere Granaten draufwerfen können. Achso, war das ja noch selbe Runde, ne? Jetzt. Es macht ja wieder richtig Spaß. Oder? Das gibt's nicht, ey. Double Time! Boah, das war knapp. Ah, Free Perk. Oh ja, Speed Cola. Hast du bekommen? Ja. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Nein, hängen geblieben. Oh, ich lebe. Was passiert denn jetzt? Hä? Hast du irgendwie DG oder sowas? Hier kam gerade Blitze runter bei mir. Vielleicht war es ja richtig. Ah, du hast Electric Sherry, kann das sein? Ah, oh, das kann sein. Ich weiß nicht, was ich da bekommen habe. Was sagst du? Ob nichts passiert? Ich kann es gleich nochmal testen, aber. So, ich dachte, weil. Ah, das ist deine keine 100er. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
Aber dieses eventually, ne, hört sich schon so ja, an, als das würde das nicht immer klappen. Als wäre es so eine Glückssache. Vor allem, wenn die Granate wegspringt. Ja. Weil man hat ja schon so viele, ne? Und dann. Ich hab nur noch eine, soll ich es nochmal versuchen? Ja, mach mal, ich hab nämlich keine mehr. Komisch. Warte, ich will nochmal lesen. Ja. Aber eigentlich. So. Go to the grave in the cabin area and throw your grenades at the grave. Eventually a golden globe will appear. Ja. Okay. Ich guck mal kurz nach einem Gameplay-Ausschnitt von dieser Stelle. Ach stimmt, ja, beim letzten Mal habe ich auch einen Stack Guide geguckt, ne? Da gab es ja richtig so 12 Minuten Easter Egg Guide Video. Das wäre so eine richtige Map. Mega lustig. Ich muss aufpassen, wenn ich dieses Electric Cherry habe. Ne, ich glaube, das war meine Waffe. Ich glaube, ich habe mich gerade getäuscht. Okay. Weiß nicht, bei mir, ich habe so einen Perk mit so einer Faust und der hat irgendwelche Hörner in der Hand. Okay. Weiß nicht, ob du gerade eine Liste aufpasst. Nee, Perk. Aber kann ich gleich mal nachgucken. So. Please let me watch it. Ja, ich kann es doppelt jump machen gerade. Ach, das Ding, ja, hm. So, da hat er den. Und was Schritt genau gemacht. Macht das dann? Wenn du den Doppeljump machst und dann nochmal C drückst, kommt, glaube ich, dann vereist du die Zombies, glaube ich. Ich glaube, das Ding war das. Ja, ich will es gerade mal nicht testen. Dann. Da ist er noch bei den goldenen Vögeln. Ja, da ist er bei dem Grab, okay. Was sagt er dazu? You have to stand next to this blue box here and throw a grenade into the bucket. Now, I'm pretty sure as long as it hits it, then it counts as well, because you'll have to get between 10 to 16 grenades into the bucket or hitting the bucket. Then after doing some, a golden glove. Ach du Scheiße. Also in dem Video wird gesagt, 10 bis 16 Mal muss man das Ding hitten. Und zwar sogar da ist so ein kleiner Eimer dabei daneben, den muss man am besten hitten. Okay. Ich muss mal kurz nochmal wieder den Guide auch von der Map. Und dann können wir das natürlich weiter testen. Ja, dann kommen wir hierher und dann werfen wir direkt alle drauf. Ja. Oder nicht, dann stellen wir hier voll Easter Egg. Aber wir sind schon recht weit fortgeschritten mittlerweile beim Easter Egg Guide. Wir sind jetzt schon bei Schritt 18 von 24. Echt? Ja, schnell. Ja, dann töte mal. Die haben jetzt in dem Video, was ich gerade geguckt habe, von von dieser blauen Box hier immer geworfen und dann auf diesen Eimer da. Ja, die haben auch nicht in der Hand gehalten oder sowas, haben da einfach hingeworfen direkt so. Okay, dann machen wir das auch mal. Ah, da ist was. Wow, wir hätten nur noch einmal kurz abwarten müssen. Naja, egal. Wow, okay. Gut. Todbringer. Time to break their legs und arms und faces. Wo war denn noch so eine Position, wo man das jetzt hinstellen konnte? Bei der Thompson. Ah, okay. I will be meat for the horde if I don't find more ammo. Alter, das Perk ist ja übertrieben geil. Mit dem Eis? Ja. Ich konnte das beim letzten Mal gar nicht richtig testen. Junge, da wird ja alles eingefroren. Ich bin gerade richtig weggebackt und durch den Doppeljump habe ich noch überlebt. Bei der Thompson.
Gut, da wo du meinst, haben wir gerade eben schon die Pflanze, glaube ich, platziert. Echt? Ja. Ja, dann noch beim Grab, da haben wir aber auch schon platziert. Weil, place the globe where the Alien downstairs. Alien downstairs? Wo downstairs? Downstairs. Alien. Alien? Alien. Place the globe where the alien picture is in the downstairs corridor. Ach so, ja, Anfangsraum, oder? Nee, da unten hatten wir das schon mal platziert. Ja. Ich glaube, das ist hier Richtung Anfangsraum. Wenn man hier die Treppe runter geht von hier oben. Okay, hier haben wir schon platziert, meintest du? Mhm. Ja, okay, hier haben wir schon platziert. Hier vielleicht schon irgendwo? Oder noch weiter runter? Ah, hier, ja, hab's gefunden. Alles cool. Okay. So, jetzt können wir die dritte Fuse holen. Dann tun wir das, und ne? Dann können wir die einsetzen im dritten Generator in der Cafeteria. Hol dir ihn. Hab schon. Okay. Hab eine Abkürzung genommen. Ah, du Fuchs. Richtiger, oder? Ja. Man nennt mich auch Fuchsi Fuchs. Ferdi Fuchs Miniwürstchen. Ach nee. So, warte, wo ist denn hier ein Generator? Hier. Ach da, ja. Okay, und jetzt? Okay. Use the brain basher and hit the TVs in the kitchen within the cafeteria that say out of order. Jetzt brauchen wir den brain basher. Wo? Überall? In der Cafeteria. Ah. Ja. Hier, glaube ich. Da habe ich gegengehauen, ja. Habe ich schon. Da stand jetzt. Ich weiß nicht, da stand gerade irgendwie 100% Power achieved, ne? Also wir sollen die. Use the brain basher and hit the TVs in the kitchen within the cafeteria that say out of order. Stand da ja, out of order drauf? Ja, okay. Da habe ich gegengehauen und dann stand das dann mit den 100% achieved. Okay. Dann. Collect souls in front of the 115 tree in the courtyard. Oh, okay. Testen wir mal, nicht? Dann noch eins da, soll ich mal? Soll ich töten? Ja, mach mal. Ja, wird collected, okay. Ich kaufe mir schnell einen Double-Tap. Jetzt auch hier Feuer machen können. Mann. Wolltest du ein bisschen spannend machen, so mitten in der Runde? Voll gefährlich und so. Man kann Doppeljump einfach auf der Stelle und dann C drücken und. Alter, wenn du so stuckst oder so. Zack, bin voll da. Dann collecten wir mal die Souls. Ja. Geht das denn? Vielleicht suchen wir uns gleich nochmal die Schildteile oder so. Wäre das so eine Idee. Ein bisschen untrain hier. Du, weißt du. Was weiß ich? Junge, hast du gerade gesehen, wie hoch ich gesprungen bin? Nee. Jetzt? Mhm. Wenn ein Zombie neben mir ist, dann kann ich übelst hoch springen. Okay. Wenn er mich gerade irgendwie hittet oder so. Oh, läuft doch. Oh, geil, ein Schreiner! Perhaps these unseen forces seek only to prolong our misery. Well done, students. Oh, ist voll. Und now, you get offended. My true outlaw. Okay, okay, okay. Die letzten. Ja, dann ist mal. Lass mal überleben, oder? Oh. Ja. After you collect all the souls, the tree will start burning and you will hear the headmaster start talking. A portal will then appear next to the headmaster's coffin. Go into the portal and you will appear in the boss fight arena. Das heißt, der Boss fight kommt jetzt. Nee, ich würde mir meinen Brain Basher nochmal gegen irgendwas anderes eintauschen. Ja, ich auch.